meine treuen Gefährten des Couch Gaming. Wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier im Winking Skeever in der kleinen Taverne von Solitude und hier haben wir uns nochmal hingesetzt, weil, naja, wir hatten in der letzten Folge noch einen kleinen Ausflug gemacht, der ist nun, ja doch, aus, naja, sehr logischen Gründen sehr gefährlich geworden. Wir sind eigentlich fast erfroren und, ja, wir sind jetzt eigentlich auch froh, dass wir jetzt wieder hier im Warmen sind. Aber wir werden uns trotzdem noch einmal nach draußen begeben. Denn wir wollen mal wieder anfangen zu jagen. Das kann uns ja keiner nehmen. Und, so, es, ja, es ruckelt einen ganz kurzen Moment eigentlich, aber jetzt geht's wieder. Wir haben in der letzten Folge einen kleinen neuen Bogen bekommen, gekauft, und zwar den hier. Ich kann das jetzt gerade nicht zeigen, wenn wir den auf dem in der Hand ausgerüstet haben. Aber das ist jetzt unser. Und der sieht schick aus. Der ist zwar ein bisschen schwächer als unser vorheriger Bogen, aber wahrscheinlich kriegen wir damit ein bisschen mehr Schleichboni und den wollen wir doch gleich mal ausprobieren an ein bisschen Wild. Das wäre doch was. Haben wir jetzt überhaupt... Was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben Hunger. Das habe ich gar nicht gewusst. So. Dann essen wir mal was. Und da ist wieder das Pferd. Warum steht das da eigentlich immer? Egal. Ich würde mal sagen, wir gehen hier entlang und dann suchen wir uns mal ein bisschen Wild, das wir erjagen können. Sollte sich eigentlich ein bisschen was finden lassen. Und ich bin aufgeregt, wie der neue Bogen ist. Haben wir da hinten vielleicht irgendwas? Findet sich da unten vielleicht irgendwie... Achso, das ist nur ein Fuchs. Findet sich da unten vielleicht irgendwo ein Reh oder ein Hirsch? Ich kann jedenfalls nichts entdecken, also... Werden wir mal weiterlaufen. Ein Weg. Achso, der führt nirgendwo hin. Und wie viele Pfeile haben wir eigentlich noch? Ja, es sind nicht ganz viele. Müssen wir uns noch mal bei Zeiten irgendwann neue holen, wenn wir irgendwie irgendwo anders hinkommen. Ein Dunkelelf. I'm on my way to Solitude to join the Legion. A united empire is better for everyone. Ah, da hast du ja gleich geschafft, ne? Ist nicht mehr weit. Da hinten sieht man es ja noch. Naja. Sie vielleicht... Was sind das für Geräusche? Oh, oh, oh damn. Das ist nicht gut. Vielleicht werden wir ihn hier los.
Hoffentlich. Aber ich glaube, das haben wir jetzt geschafft. Ja. Wir haben den Troll abgehängt. Sehr schön. Aber wir haben immer noch nicht irgendwie Wild gefunden. Das ist immer noch blöd. Jarlmarsch. Ach so, hier sind die Hope Banners noch einmal. Okay. Also ein Fuchs zu jagen ist ja auch nicht irgendwie sowas Dolles. Das bringt irgendwie nicht sehr viel. Außer ein bisschen Gold, aber... Wo haben wir denn die... wo haben wir die... Die Hirsche und so, die müssen doch hier auch irgendwo sein. Die müssen doch hier irgendwo sein. Das gibt's doch nicht. Na, schauen wir mal, was hier ist. Was hatte die denn? Ein Lockpick, den können wir doch immer gebrauchen. Und ein... Ja, ein Tagebuch. Ach so. Die letzten Aufzeichnungen. Naja. Ach, und hier ist auch noch einer. Na, der hat aber auch nichts. Haben die vielleicht hier in der Tasche was? Mal gucken. Was ist denn das hier? Azir Trajijazir. Was? Liebe Freunde, was ist denn das für ein merkwürdiger Name? Das Buch nehmen wir mit. Vielleicht hat das irgendwelche interessanten Geschichten da drin. Der Titel ist ja schon mal vielversprechend. Da hinten, da sehe ich doch irgendwie... Da sehe ich doch eine Schlammkrabbe. Ja. Komm, Freunde, die holen wir uns noch. Jetzt haben wir keine Ausdauer. Das gibt's doch nicht. Ja, du musst dich gar nicht erst verstecken, du kleine Krabbe. Wir kriegen dich. Oh. Ja, was? Oh, da hat sie uns erwischt. Na, warte du. Gleich habe ich dich. Zack. Erwischt. So. Dann sammeln wir nochmal die ganzen Pfeile ein. Jedenfalls die meisten dieser Pfeile. Da vorne liegt noch einer. So. Waren das jetzt alle? Da liegt doch noch einer. So. Das müssten jetzt aber eigentlich alle sein. Mal gucken. Das können wir eigentlich... Na, das können wir eigentlich nicht so gebrauchen, aber die anderen. Das Schlammkrabben-Chitin. Das ist eigentlich ziemlich gut.
Unsere Gesundheit sieht auch noch halbwegs in Ordnung aus. Das ist doch keine natürliche Steinformation hier. Hier war doch mal irgendwas. Fragt sich nur was. Eine alte Ruine? Da sind Stufen. Wo das wohl hinführt? Gibt's hier vielleicht irgendwo was? Irgendwo? Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei, hier oben zu sein. Und liebe Freunde, ich habe irgendwie das Gefühl, hier greift uns gleich irgendwas an. Und das ist nicht gut. Da unten ist doch was. Ein Säbelzahntiger. Gut, der hat uns noch nicht gesehen. Das sollte auch besser so bleiben. Gehen wir mal hier wieder runter. Mal gucken, ob wir nicht doch noch irgendwo Wild entdecken. Wir könnten ja mal zu diesem einen Lager gehen, ne? Wo wir die Schlammkrabbe erwischt haben. Das? Hört ihr das? Was ist das? Das war doch kein normales Geräusch hier aus der Natur. Liebe Freunde, das ist ein bisschen unheimlich. Wo ist dieses kleine Lager? Da vorne. Da vorne ist es. Da gehen wir mal rüber. Mal gucken. Da ist auch noch eine Schlammkrabbe. Hopp. Und hier auch noch einmal. Hopp. Rüber. Die Steine liegen hier aber auch perfekt. Und wir sind nicht ein bisschen nass geworden. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Oh. Ein paar Pfeile, na, die können wir uns doch mal mitnehmen. Die sind hier wahrscheinlich länger nicht da gewesen. Das Feuer ist ausgebrannt. Eine Axt. Eine Kampfaxt. Oh. Ein paar Septime können wir alles gebrauchen. Das können wir alles immer ganz gerne. Wow! Ein goldener Diamantring. Tomate, die ist noch frisch. Liebe Freunde, die essen wir einmal. Warum auch nicht? Lieder der Rückkehr. Ah, das nehmen wir auch nochmal mit. Bücher sind ja irgendwie schon eine feine Sache. Und wir haben ein bisschen zu viel gegessen jetzt. Verdammte Tomaten. Okay, irgendwelche Angriffe auf Karawanen, Banditen. Auseinandergerissene Körperteile. Kann kein Tier sein. Was? Es können auch keine Wölfe sein. Wir haben hier ein Lager aufgeschlagen für die Nacht. Was auch immer diese Leute umgebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. So, so. Hier haben sich also Leute aufgemacht, um etwas oder jemanden umzubringen, das hier anscheinend irgendwie sein Unwesen treibt und Leute umbringt.
Ob die das geschafft haben? Wir wissen es nicht. Es bleibt noch ein Geheimnis. Aber wir sind gewillt, dieses Geheimnis zu lüften. Mal gucken. Hier wird dann wohl irgendwo eine Höhle sein, oder? Chillwind Depth. Oder so. Ja, es wird langsam dunkel. Wow! Liebe Freunde, ich habe mich jetzt wirklich erschrocken. Oh Mann. Das ist ein bisschen blöd. Tja, jetzt sind wir wieder hier. Naja. Liebe Zeit. Ich habe mich wirklich erschrocken. Auf einmal die Musik und dann sehe ich da den Bären. Das ist... Meine Fresse, das ist ja... Kann glatt ein Horrorspiel hier sein, aber okay. Ist es nicht. Dann werden wir da mal nicht lang gehen. Aber wir sind immer noch auf unserer Suche nach Wild, das wir erlegen können. Muss doch hier irgendwo geben. Was? Nein. Es sind Tamor. Oh, verdammt. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Fight! Oh, schnell, schnell, schnell. Wir haben eben unsere Geistform angenommen. Deswegen konnten wir uns noch heilen. Müssen wir uns doch jetzt langsam mal verloren haben. Gibt's doch nicht. Okay. Ja, liebe Freunde, die Tamor, die suchen natürlich nach uns und hin und wieder werden die uns dann auch mal finden. Und angreifen. Das ist einfach so. Und vielleicht, wenn wir da jetzt wieder entlanglaufen, vielleicht finden die uns dann nochmal. Die sind ja nicht weg. Wir sollten besser möglichst viel Ausdauer noch haben. Wenn die uns hier entdecken. Irgendwo werden die doch sein. Da sind sie. Sind irgendwo hier vorne, habe ich gehört. Liebe Freunde, wir machen hier einen kleinen Quicksave. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Folge hat schon wieder, naja, 20 Minuten erreicht. What was that? Da vorne. Oh, verdammt! Verdammt! Ja! Ich schieße immer daneben. Nein! Wir sind tot. Und wir werden weggeschleudert. Okay.
So können wir das also nicht machen. Das ist ja aber auch ein Drama hier mit denen. Gut, vielleicht können wir die... Die haben uns sowieso gefunden. Die wissen, dass wir der Dragonborn sind. Da können wir sie auch einfach anschreien. Wenn das hilft. Die wird nicht mal umgeworfen. Okay. Erwischen wir sie? Das ist ein bisschen gefährlich. Oh, verdammt. Das gibt's doch nicht. Okay, dann lassen wir das. Dann lassen wir das mit den Thalmor. Müssen wir uns hier einfach nur dran vorbeischleichen. Oh, da steht doch jemand. Einer der Thalmor. Oh, liebe Freunde, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Lauf mal schön weit weg. Und da vorne ist ein Bär. Okay. Okay, da müssten wir uns jetzt eigentlich für den Bären bedanken. Müssen wir uns hier mal entlang klettern. Hier hoch. Auf diese schlecht texturierten Steine. Felsen. Hier werden sie garantiert nicht hinkommen. Okay, jetzt rutschen wir hier runter. Okay, kommen wir so weg? Ich glaube schon, das hat, glaube ich, geklappt. Das ist doch schön. Okay. Ach, und da vorne ist wieder dieser eine Dunkelelf, der nach Solitude will. Ich hoffe mal, er wird nicht von den Thalmor gesucht. Gehen wir einfach ganz entspannt dran vorbei. Nicht die Blicke kreuzen. Huh? Greif mich bloß nicht an, du Bär. Verdammt, die folgen uns. Gibt's doch gar nicht. Okay. Haben wir es geschafft? Ich weiß es nicht. Laufen wir besser noch ein Stück weiter. Gegen diese Thalmor kommen wir nicht an. Die sind einfach zu viele und zu mächtig. Das geht einfach nicht. Kriegen wir nicht gebacken. Den können wir uns nicht stellen.
Okay, ich denke mal, das war jetzt... Folgen wir uns hier? Nee. Okay. Ich denke mal, das war jetzt erstmal ein bisschen Abenteuer, das reicht uns erstmal. Ärger mit den Thaumor wollen wir auch nicht wirklich haben. Da werden wir wohl immer die Flucht ziehen. Vorziehen. Jedenfalls, wir looten hier nochmal den Beutel. Da sind ja schon kleine Kostbarkeiten drin. Ne? Das looten wir hier auch noch einmal. So, und der hatte doch nichts, oder? Hatte der was? Nee, hatte er nicht. So. Ja, und dann würde ich doch mal sagen, setzen wir uns hier mal hin. Hier ist doch ein schöner Platz. Hier sitzt... Was? Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, warum. Das ist merkwürdig. Aber okay. Wir machen hier eine kleine Pause und sehen uns dann auch in der nächsten Folge. Wenn es erneut heißt Skyrim, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.